Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Verena und heute möchte ich dir meine 5 alternativen Tipps gegen Würmer bei deinem Hund nennen. In meinem heutigen Video geht es darum, wie du deinen Hund alternativ bei einem Wurmbefall unterstützen kannst. Ich nenne dir 5 wertvolle Tipps und Hausmittel, von denen du garantiert das ein oder andere eh zu Hause hast. In meinem letzten Video ging es um die verschiedenen Ursachen, warum dein Hund an Würmern leidet oder warum ihr sie nicht wieder loswerdet. Ich verlinke es dir hier, falls du es verpasst hast. Warum du nur bei einem massiven oder wiederkehrenden Wurmbefall auf eine chemische Wurmkur zurückgreifen solltest, erkläre ich dir jetzt. In Tabletten zur Entwurmung oder Spot-on-Präparaten, das sind die Präparate, die oben zwischen den Schulterblättern aufs Fell geträufelt oder beziehungsweise auf die Haut geträufelt werden, sind minimal dosierte Nervengifte enthalten. Die sind so entwickelt, dass sie hauptsächlich dem Organismus von Parasiten angreifen. Gift bleibt es trotzdem. Nervengifte lähmen Würmer oder töten sie ab. Danach kann der Hund sie einfach ausscheiden. Natürlich ist es aber trotzdem eine winzige Menge dieses Giftes, die im Körper deines Hundes steckt. Und auf die Jahre gesehen sammelt sich da doch einiges an, wenn man sein Tier wie empfohlen alle 3 Monate entwurmt. Deshalb komme ich jetzt zu meinen 5 Alternativen für euch. Erstens, Kräuter. Da eignen sich zum Beispiel Oregano, Hagebutte, Pfefferminz, Knoblauch, Kümmel, Thymian, Ingwer, Walnuss, Beifuß. Da gibt es verschiedene Mischungen im Handel zu kaufen oder ihr mischt sie einfach selber. Beachtet bitte die Dosierung dabei. Zweitens, Futter. Kausnacks mit Fell sorgen für einen durchfegenden Effekt. Geriebene Möhren, die ätherische Öle enthalten, lähmen die Würmer und führen dazu, dass sie ausgeschieden werden können. Drittens, Homöopathie. Es gibt verschiedene homöopathische Mittel gegen Wurmbefall. Diese sollten aber zu deinem Tier passen. Wende dich deshalb bei Bedarf unbedingt an einen erfahrenen Therapeuten in oder schreib mir eine Nachricht, damit wir das passende Mittel für deinen Hund finden. Viertens, Kürbiskerne. In den Kürbiskernen steckt ein Stoff namens Cucurbitacin. In hohen Dosen ist dieses giftig. In kleinen Dosen kann es Würmer genauso gut lähmen wie eine Wurmkur. Kürbiskerne enthalten Cucurbitacin in einer verträglichen Form und Menge. Insbesondere bei Bandwurm haben sich die Kürbiskerne bewährt. Ich habe euch hier mal die Dosierung aufgeschrieben. Bei einem 10 Kilogramm schweren Hund würde man 1 Esslöffel gemahlene Kürbiskerne unters Futter mischen. Bei 20 Kilo 2 Esslöffel und bei 30 Kilo 3 Esslöffel und so weiter. Und zuletzt mein Tipp Nummer 5. Kokosöl oder Kokosraspeln. Kokos enthält hochwirksame Fettsäuren und Geruchsstoffe. Insbesondere die Laurinsäure kann dem Darm helfen, sich selbst zu reinigen. Möchtest du Würmern vorbeugen, so eignen sich 1/2 bis 1 Teelöffel Kokosöl je 10 Kilogramm Körpergewicht täglich. Von den Raspeln kannst du einem mittelgroßen Hund 1 bis 2 Esslöffel unters Futter mischen. Kleinere bekommen entsprechend weniger und große mehr. Die meisten Hunde lecken das Kokosfett zum Beispiel aber auch sehr gerne direkt vom Löffel. Schreib mir gerne in die Kommentare, welchen Tipp du zuerst versuchen möchtest. Für mehr spannende alternative Themen rund um Mensch und Tier, abonniere gerne den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu abonnieren. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.